Schönen guten Tag, meine Leute. Ja? Und zwar geht es weiter am Text, und zwar in Sachen G-Klasse. G-Klasse ist von außen gerade nicht so ganz so sauber. Halb so wild, aber Innenraum habe ich noch gar nicht wirklich sauber gemacht. Und letztens beim Offroad-Fahren Fenster offen gehabt. Ja? Musst du vorstellen, Cremo im Querdrift und dann Fenster offen. Dann macht es einmal so, kam so eine Staubwolke durch. Und deswegen werden Steffe, Micha und ich werden jetzt hier sauber machen. Das werden wir. Wie? Weil Alcantara, Leder, viele kleine Kanten. Wir demontieren nichts. Nicht? Nein. Na gut, dann machen wir es auf die andere Weise. Ne? Hau raus. Wie? Wie? Ich glaube, Polster und Alcantara-Schrauben. Das habe ich ja schon mal gemacht. Das kennst du schon. Das kenne ich. Ich will, das kennt ihr auch, diesen Dreck, diesen Staubdreck, den du immer wieder beim Autofahren siehst, du so beim Zwischen. Kennst du auch? Ja. Voll. Zwischen. Diese Kanzel, wo dann ein Tacho drunter ist, ne? Dann gehst du mit den Fingern so lang und dann schiebst du diesen Staub so zur Seite. Aber dann siehst du in dieser Spalte den Staub, den du nicht wegkriegst. Den will ich weghaben. Den willst du weghaben, dann kommen wir um unsere Wunderwaffe nicht drum herum, ne? Ja. Unseren Tornado. Eine Saugbecherpistole, genauer gesagt. Es geht schwer los. Eine Saugbecherpistole. Ja. Genau. Wieso? So feuchten Saug? Rein. Genau. Saug die? Das schießt doch jeder Druck rein. Es schießt, hat eine Wirkung wie ein Tornado. Das heißt, du führst es über die Oberfläche. Mhm. Und, ich habe so ein Ding mal gesehen. Ja. Durch den Luftstrom hier fängt die Sonde hier vorne an zu rotieren. Hat das auch eine Rotation? Macht das? Das ist eine. Okay, das ist wirklich schnell. Der macht richtig schnell. Was ist Metall? Das ist ein Metallröhrchen. Das heißt, wenn ich Finger reinstecke und drehe, das ist ungeil. Ja, nee, das passiert nichts. Das hat weh. Ich habe nur so getan. Also gut, es ist diese Saugbecherpistole, das Röhrchen hier vorne fängt an zu rotieren. Ja. Der Reiniger wird natürlich fein vernebelt. Mhm. Wenn ich das mal zur Zeit darf. Boah, jo, Alter. Boah, das ist aber viel Reiniger auch, ne? Das ist viel Reiniger, ja, ist auch notwendig. Wichtig ist zu wissen, wir zerstäuben Reinigungsmittel und Schmutz, natürlich klar. Also zum einen vielleicht eine Staubmaske tragen und zum anderen kommt es darauf an, ganz wichtig, was ich in diesen Behälter einpacke. Also bitte nicht irgendein Reinigungsmittel. Okay. Es muss auf jeden Fall ein neutraler Innenreiniger sein. Da kann ich überall auf die draufgehen? Atemwege. Da kannst du grundsätzlich überall drauf gehen, bloß wie das Hirn einschalten, ist ganz wichtig und vielleicht teilweise das Reinigungsmittel auch reduzieren, weil natürlich halte ich hier nicht in die Elektronik rein. Okay. Oder so ganz bewusst auf den CD-Schacht. Wichtig ist zu wissen, also auf glatten Oberflächen bringt der Tornado so gut wie nichts. Eignet sich also für Zwischenräume, ja. Lüftungsschlitze, wie du gesagt hast. So. Das trifft sich wirklich gut, dass wir das machen. Machen wir das einfach mal. Weil ich muss den ja wieder abgeben. Du musst den auch wieder abgeben. Oder muss der gut aussehen. Gut aussehen, ja. Und schnell soll es auch funktionieren. Ja. Also, das Reinigungsmittel dazugeben. Und ja. Dann kannst du hier diese Flächen rein, diese Kanten. Na, auch hier, kannst du auch mal reinhalten. Ach. Dann ist das Auto eins auch markiert, die Lautsprecher. Und auch mal drüber und dann die Luft. Einfach hier durchfeuern. Also, ideal. Das geht ja wirklich auf die Atem. Mhm. Ne? Deswegen, also diese strukturierten Flächen. Dafür ist es ja. Ideal. Oder die ich hätte zum Beispiel jetzt da was am Tacho. Ja, den Staub. Komm mal rüber, Johnny. So. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Ja? Sonst haut du den ganzen Dreck ins Gesicht. Okay. So, jetzt haben wir hier überall den Schmutz, den losen Staub. Ja. Ich kann zum einen entweder einen Pinsel und einen Staubsauger nehmen oder mach's eben die ganz einfache Art und Weise. Und feuer dann eben hier durch. Da wird hier nur noch nachgewischt. Ja, genauso hier. Das ist geil, das ist geil, das ist geil. Das ist geil. Ja. Das ist geil, weil guck mal, das war richtig, richtig. Das war staubig von einer Fahrt. Jetzt ist hier auch immer bitte. Lass mal durch die Lüftungsschlitze feuern. Alles perfekt. Ideal. Du musst einmal drauf, ist dein Problem gelöst. Sauber. Hier ist auch so ein bisschen was drauf. Kann ich auch hier drüber gehen? Du kannst da drüber gehen. Das wird nicht allzu viel bringen. Ja. Hier nimmst du eher einen Reiniger und reibst es mit dem Mikrofasertuch ab. Beispielsweise in so einem Polster und Alcantara schauen. Ist hier für ideal geeignet. Auch hier oben. Wichtig ist gleich ein Mikrofaser. Wie viele Autos hast du in deinem Leben schon mal sauber gemacht? Ich. Das ist das zweite, denke ich mal.
Bob, ja, ich kann es nicht mehr zählen. Das ist das Zweite. Ich denke mal, das ist alles noch sehr experimentell, was du hier machst. Okay. Nein, also ich kann es wirklich nicht mehr zählen. Ich weiß es nicht. Wenn du deine Felgen gereinigt hast und die sind nass, ja, dann kannst du im Nachgang einfach hier auf Luft stellen. Dann machst du die Felgen trocken. Oder den Motorraum nach einer Motorwäsche. Ich mache auch immer fahrend. Das machst du fahrend. Na gut, das ist hier die günstigere Variante bei dem Spritverbrauch hier. Also ich fahre quer. Mhm. Und beim Querfahren kriegt die dann Felgen hier den automatisch drin. Genau. Ja, genau. Hier dein oberflächlicher Schmutz auf dem Sitz. Okay. Ja, natürlich. Über, gerade für diese Zwischen. Genau. Ne, du kommst ja nirgendwo hin. Würdest du sagen, das ist die beste Variante mit dem Teil oder gibt es auch eine andere, eine günstigere? Weil das kennt auch jeder, das hier. Das geht mir nämlich zum Beispiel, guck mal. Das hier, also. Oh ja, das kenn ich auch. Also die eine Methode ist entweder hier der Klassiker, ne? Hier auseinander. Ja. Und dann mit dem. Der Klassiker! Du musst ja irgendwie die Spalte auseinanderziehen, ja? Um den Dreck rauszukriegen. Den Dreck durchzufeuern. Um durchzufeuern. Nein, ich meine. Du musst die Spalte auseinanderkriegen, um mal richtig durchzufeuern. Genau. Durchfeuern, Micha! Durchfeuern, das machen wir jetzt auch. Also hier. So, jetzt ist doch an, wenn er mich hier durchfeuert. Ja. Nee, damit kommen wir wirklich in jede Ritze. Ja, wir kommen nicht mehr weg. Wir kommen da echt nicht, raus. Nee, wir kommen nicht mehr raus. Ja. Aber du siehst, ne? Yes, tadellos. Geil, ist geil. Ja, also entweder mit dem Staubsauger, klar, oder dann hier das ist mit geil. Unserer Wunderwaffe. Und Thema Fußmatten. Ja, ist da. Da haben wir doch welche hingelegt, ja. Guck mal, ob wir bei der Fußmatte auch clean bleiben und nicht abrutschen wieder. Ja, damit wir keine Ritzen auseinander ziehen. Nein, nein. So, hier, ganz wichtig. Die sind aber, wem gehören die denn hier? Was sind deine? Ja, ich habe den erst seit dieser Woche. Das ist kein Cadillac. Ja, genau. Ja. Genau. Mr. Durchfeuerer fährt erstmal Cadillac. Thema hier, Fußmatten. Also vergiss den Staubsauger. Warum sieht meine Fußmatte eigentlich schon so aus? Ja, du fährst Offroad, hast du gesagt. Ich möchte nicht wissen, was da alles dran hängt. Was da rauskommt. Hier machst du sauber. Und auch deine. Die Fußmatten. Guck mal hier, wenn das da an der Seite rausspritzt. Genau, da sammelt sich der ganze Dreck in dem Trichter. Was draußen ist der Wagen? Der Wagen hat unter 2000 Kilometer weg. So, jetzt hast du ein Problem, jetzt hast du einen nassen Schuh. Das wäre egal. Ja? Dann nimmst du besser unseren Schmutzradierer für. Okay. Ideal. So, wie viel Feuchte ist denn jetzt hier? Ja, ein bisschen Restfeuchte hast du halt noch. Das heißt, nach 2 Stunden ist das Ding trocken. Ich krieg die Kurve. Mit Sicherheit, ja. Wir kommen da raus aus der Nummer. Die Restfeuchte ist aber... Das ist jetzt schon nass ein bisschen, ne? Ja, das heißt, entweder du gehst nochmal mit Luft drüber, wobei in aller Regel, du sagst dem Kunden, ja, oder beziehungsweise wenn du das machst, ja, wenn du gleich mit den Fußmatten anfängst, sind die trocken. Das stimmt, wenn du dann fertig bist, ne? Das ist tatsächlich so. Aber was ich halt so geil finde, ist, das sieht so einfach aus. Mhm. Zum Beispiel, ich komme ja erst rein, ne, durch eure Gang, wirklich immer mehr sauber zu machen. Aber man akzeptiert wirklich so eine dreckige Fußmatte. So. Dann denke ich, oh scheiße, was mache ich jetzt? Ich denke dran, wie kriege ich die sauber? Das war jetzt easy, aber jetzt ich sehe ja, das heißt, die kriegst du sauber. Ich muss sehen, ob es ohne Vorreiniger geht. Das will ich jetzt sehen. Einfach mal ausprobieren. Das ist so geil, ne? Jetzt freue ich mich aber. Weil wenn ich die sehe, ja.
Die sind wirklich gerade aus deinem Auto raus. Wie lange hast du das Auto jetzt? Oh, ist ja gut, eine Woche. Nein, aber er ist alt. Aus deinem Auto. Also du fährst mit so einem Auto rum. Ja, dein Auto ist dreckig. Ja, deswegen, dein Auto. Deswegen bin ich hier, damit ich die Fußfahnen sauber machen kann. Damit du Zeit hast. Ja. Ja. Genau. Aber jetzt, ich weiß, ich denke dir, oh, Werbesendungen hier und da. Ich will euch ja nur helfen. Ich will euch das näher bringen, weil jeder kennt solche Fußmatten. Ihr geht davon aus, guckt bei eBay, was ich wo, neue Fußmatten kaufen. Musst du gar nicht. Nee. Guck dir das mal an. Mach mal weiter. Ich werde selber machen. Noch alles machen damit? An der Fußmatte? Nee, mit dem Teil. Mit dem Teil? Ja, durchs komplette Auto feuern. Also wenn du ganz extrem, ein ganz extrem verschmutztes Fahrzeug hast, einfach das Fahrzeug rausstellen, alle Türen auf und dann mit dem Tornado erstmal durchfeuern. Das ist so eine Geschichte, was du damit machen zuerst kannst. Zuerst? Zuerst. Du brauchst nicht vorher aussaugen, gar nichts. Das würde ich halt nicht in der Halle machen. Dann zieht deine Halle natürlich auch entsprechend aus. War ich was kaputt gerade? Schraub's einfach nur auf. Okay. Das heißt, einfach zur Wartung oder zur Reinigung kannst du es auch mal abschrauben. Und dann kann ich das hier mal reinigen, ölen, wie auch immer, ist ja kugelgelagert hier. Also verschleißfrei. Kugelgelagert? Ja, ja, guck mal hier. Geschmeidig, ne? Wozu noch? Ja, wie gesagt, wenn du eine Motorwäsche gemacht hast, um den Motor trocken zu legen danach, weil wir haben eine ganz andere Verteilung von dem Luftstrom als dieses konzentrierte aus einer Druckluft. Nutzen wir halt auch immer. Okay, Dinge. Geil. Ansonsten einfach nur eine Saugbecher-Reinigungspistole. Gekauft. Nee, damit kommen wir wirklich in jede Ritze. Wir kommen nicht mehr weg. Wir kommen da echt nicht mehr raus. Nee, wir kommen nicht mehr raus.